Hallo und herzlich willkommen zu Hart aber Fürth hier aus dem Connect in Fürth. Ich bin der Alex und ich freue mich, dass ich euch begrüßen darf zur vierten und letzten Veranstaltung von Hart aber Fürth in diesem Jahr. Hart aber Fürth, wenn ihr schon mal da wart, ihr wisst, es ist eine Veranstaltung von echt Fürth und normalerweise treffen wir uns in irgendeiner coolen Location, um da miteinander zu diskutieren. Aber auch bei Hart aber Fürth ist 2020 alles anders. Corona verbietet uns natürlich Live-Publikum, deswegen sind hier bloß so ein paar Leute verteilt und ich bin auf einer Bühne und mit euch connected über das gute alte Internet. Also sind wir froh, dass wir das Internet haben. Hilft in solchen Situationen natürlich enorm weiter. Aber leider ist das Internet auch ein Ort, in dem ziemlich viel Scheiße abläuft. Und genau darüber werden wir heute reden. Das Motto von Hart aber Fürth in diesem Jahr ist rechte Hetze im Netz. Und darüber werden wir sprechen. Unter anderem mit unseren beiden Gästen, die ich euch gleich vorstellen werde. Aber wir wollen natürlich auch mit euch reden. Und zwar könnt ihr über die Kommentarfunktion Fragen stellen. Und dafür habe ich die Svante hier am Start. Die wird eure Kommentare sammeln, eure Fragen. Ja, genau. Macht es euch gemütlich. Schreibt uns. Wir nehmen das alles auf und stellen stellvertretend für euch nachher die Fragen. Also macht mit. Genau. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt stelle ich euch unsere beiden Gäste vor. Die sind natürlich nicht vor Ort, Corona sei Dank, sondern sind auch hier per Videostream zugeschaltet. Und zwar sind es Sören Musial und Patrick Stegemann. Hi, schön, dass ihr heute Abend dabei seid. Sie winken. Aber also ich hör sie nicht. Hört man sie draußen? Ich hoffe schon. Sagt doch mal was. Hallo. Ja, jetzt höre ich sie auch. Perfekt, wunderbar. Genau, die beiden sind Autoren und Journalisten und sie haben ein Buch geschrieben und zwar Die rechte Mobilmachung, wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen. Das werden sie uns heute vorstellen. Ja, und die beiden sind quasi sowas wie die Joko und Klaas der Recherche über Rechtsextremismus im Netz. Sie kennen sich schon seit Kindertagen, haben zusammen in Erfurt und Berlin studiert und sind eben schon ziemlich lange unterwegs beim Thema Rechtsextremismus im Netz. Vor ungefähr 2,5 Jahren haben sie eine Funkreportage produziert, zusammen mit dem YouTuber Raik Anders. Da haben sie mit einem Team aus JournalistInnen, AktivistInnen und ProgrammiererInnen sich eingegraben in ein rechtes Trollnetzwerk und haben eben gezeigt, wie rechte Hetze im Netz verbreitet und vor allem gelenkt wird. Davon werden sie uns heute unter anderem erzählen und sie werden uns auch sagen, warum denn zum Beispiel der harmlose Instagram-Post auf Instagram von dem letzten Strandurlaub teilweise mindestens genauso schlimm sein kann wie das Video mit den rechten Hassbotschaften. Ja, Sören und Patrick, vielen Dank, dass ihr heute am Start seid. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt vor ungefähr fast einem Jahr ein Buch veröffentlicht, wo ich eben mit rechter Hetze im Netz auseinandersetzt. Und ich habe mir mal auf Amazon die Rezensionen von eurem Buch angeschaut und würde mal so ein kleines Best-of zum Besten geben. Da ist sowas zu lesen wie widerlicher, linker, faschistoider Hass in Reinform, schlechte Hetze, lieber die Straße kehren als so ein Mist lesen oder unter Stalin wäre es wohl ein Bestseller gewesen oder mein Favorite, unsere Rache wird das Lachen unserer Kinder sein. Den habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. Aber was mich interessieren würde, lest ihr sowas? Also, und habt ihr ziemlich viel Hate bekommen auf euer Buch? Ich glaube, Amazon war schon das deutlichste. Auch bei Twitter gab es ein paar Memes. In manchen, heute haben wir es ausgerechnet nicht dabei. Manchmal zeigen wir das auch. Also das Meme, es gibt zum Beispiel eines, das uns als so muskelbepackte Nazi-Jäger zeigt. Das war von einem rechten YouTuber. Das gefällt uns eigentlich ganz gut. Aber es gab natürlich auch viel Hass und negative Rezensionen wie dort. Und dann gab es aber auch eine große Welle der Solidarität, eben auch in den Amazon-Kommentarspalten oder in den Bewertungen. Aber klar, wir haben das in den Monaten danach schon auch gelesen oder in den Wochen danach, aber wir sind auch besser darin geworden, auszuschalten und uns das nicht mehr reinzuziehen immer. Ja, muss man natürlich ganz klar sagen, also sowohl auf Amazon, aber auch in Buchbesprechungen von seriösen Quellen wird euer Buch natürlich zu Recht, wie ich finde, gelobt. Also
Das ist schon echt krass, was ihr da schildert. Also die Mechanismen, die da greifen, wie Hass eben im Netz verbreitet wird. Ihr habt euch ja wirklich ganz tief reingegraben. Ihr habt euch ja wirklich eingeschleust, wie schon gesagt, in ein rechtes Trollnetzwerk. Reconquista Germanica hieß es, gibt's mittlerweile nicht mehr. Und musstet da ja auch wirklich mithetzen. Also ihr musstet ja auch wirklich aktiv euch beteiligen, damit ihr da überhaupt aufgenommen werdet. Was war denn in der Recherchephase auch für euer Buch so das Krasseste, was ihr lesen musstet? Also für unser Buch ich kann das ja nur für mich beantworten, was für mich das Krasseste war, war es aber schon direkt nach dem Attentat in Christchurch, wenn man in dieser Zeit auf 4chan oder 8chan unterwegs war, ließ es sich eigentlich nicht vermeiden, auf Videoausschnitte oder GIFs aus dem Video des Täters zu stoßen. Das heißt, man war quasi automatisch in der Recherche mit Bildern oder Videos von Erschießungen, von Toten konfrontiert. Und das ist was, auch daran gewöhnt man sich so ein bisschen, aber das ist schon was mich hat schlucken lassen. Stärker als vielleicht so rassistische Memes und GIFs, mit denen man natürlich auch die ganze Zeit auch so im Kontext Reconquista Germanica zum Beispiel konfrontiert ist. Ja, also du hast gerade angesprochen, das Attentat in Christchurch, zur Einordnung, das war ein Attentat in Neuseeland ein bisschen mehr als einem Jahr. Da sind 51 Menschen von einem Rechtsextremisten erschossen worden. Das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich krass ist, wenn man solche Sachen sich dann einfach wirklich, wirklich anschauen muss. Wie geht's einem damit? Also was hat das mit euch gemacht, diese Recherche? Ich muss sagen, ich habe in euer Buch reingelesen und jedes Mal, wenn ich es weggelegt habe, hatte ich immer so latent schlechte Laune, weil schon allein eure Rechercheergebnisse zu lesen war so ein bisschen niederschmetternd, wenn man sich irgendwie vor Augen geführt hat, was da an Hetze, an Antisemitismus, an Rassismus im Netz unterwegs ist. Hat es in euch irgendwas verändert? Wir sind ein bisschen die schlechte Laune-Beauftragten, das tut uns leid. Also doch nicht Joko und Klaas vielleicht. Die negativen Joko und Klaas. Das hat sich verändert auch innerhalb der Recherche. Wir machen das ja schon seit ein paar Jahren. Und gerade auch in der Arbeit zum Film, damals hat uns das viel mehr mitgenommen. Wir waren viel schlechter darin, abzuschalten und selbst Grenzen zu setzen. Und ich glaube, wir sind damit besser geworden. Vielleicht sind wir auch ein bisschen abgestumpft, was keine gute Nachricht ist. Also was gut sozusagen für uns ist, aber ja auch zeigt, dass es diesen Abstumpfungseffekt gibt und dass man den online sieht und dass der auch auf andere zutrifft, die dann gewaltvolle, antisemitische, rassistische Inhalte plötzlich nicht mehr so gewaltvoll, antisemitisch und rassistisch finden, weil sie sich langsam dran gewöhnen. Und gewissermaßen gibt es natürlich auch einen Gewöhnungseffekt bei uns. Aber eben auch, wir sind, wie gesagt, besser damit geworden und wir haben ja gewissermaßen auch uns und haben, glaube ich, eine ganz eigene Art von Humor zwischen uns entwickelt, um das zu bewältigen und damit umzugehen. Es sind ja nicht immer die krassen Aussagen oder die krassen Bilder, die die rechte Hetze im Netz verbreiten. Und genau darum geht es jetzt auch gleich in eurem Vortrag aus eurem Buch. Ihr könnt euch schon mal bereit machen. Nochmal an euch der Hinweis, ihr könnt kommentieren, ihr könnt schreiben, ihr könnt Fragen schreiben in die Kommentare. Wir sammeln das dann und werden es natürlich gleich im Anschluss an den Vortrag auch den beiden als Fragen stellen. Aber jetzt sage ich Bühne frei für Patrick und Sören. Bitteschön. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Wir werden so ein paar Schlaglichter werfen auf das, was wir in unserer Recherche in den letzten Jahren rausgefunden haben, aber eben auch, ich mache nochmal zurück, mit Blick auf das, was die Situation gerade in unser aller Leben ja sehr beeinflusst, nämlich Corona. Denn gäbe es Corona nicht, würden wir heute bei euch in Fürth sein. Wir haben uns darauf sehr gefreut. Wir wollten schon Anfang des Jahres, kurz nach Veröffentlichung des Buches, zu euch kommen. Dazu ist es nicht gekommen, aber deswegen sind wir jetzt da. Also Corona prägt, dass wir nicht da sind. Man hat damit Einfluss auf diese Lesung offensichtlich. Wir hoffen, dass das trotzdem alles glatt geht. Aber es hat auch Einfluss darauf, wie die rechte Mobilmachung funktioniert. Wir haben in den letzten Monaten auch natürlich weiter recherchiert, arbeiten beide weiter, auch als Journalisten natürlich in diesem Bereich, waren auf Querdenken, Demos, überall. Und
sehen eigentlich, dass vieles, was wir da in den letzten Jahren gesehen haben und auch was wir in unserem Buch analysieren, heute umso dringlicher ist und umso klarer wird, wenn man sich die reaktionäre Bewegung der Querdenker anschaut. Wir haben unser Buch Die rechte Mobilmachung genannt, wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen, und sind eigentlich einer ganz einfachen Frage nachgegangen. Wir haben versucht, dieser Frage nachzugehen, nämlich warum ist die radikale Rechte im Netz so erfolgreich? Wir haben das gemacht, indem wir rechte Influencerinnen und Influencer getroffen haben. Alex hat es angesprochen, die vermeintlich schön und unschuldig wirkenden Instagram-Posts, hinter denen eine politische Strategie steckt, die man erkennt, wenn man vieles davon sich anschaut, aber eben auch diese Influencerinnen und Influencer trifft, mit denen spricht, interne Strategiepapiere, aber auch öffentliche Strategiepapiere liest. Das haben wir gemacht. Wir waren auf Demonstrationen, haben uns in diesem Umfeld bewegt, waren, Alex hat es auch angesprochen, undercover in verschiedenen Servern, Gruppen der extremen Rechten und sind am Ende aber eben auch in die USA gereist und haben uns dort angeschaut, wie agiert die radikale Rechte dort, was aber auch machen die eigentlich die Plattformen, was macht YouTube, warum ist YouTube eines der größten Radikalisierungswerkzeuge im 21. Jahrhundert, wie eine amerikanische Techniksoziologin sagt. All das haben wir uns angeschaut und das steht in diesem Buch und wir werden versuchen, so ein paar Schlaglichter darauf zu werfen. Und wir fangen auch das Buch im Grunde mit einer persönlichen Begegnung an und auch mit der Schilderung, dass wir selbst beide geboren in einer ostdeutschen Stadt Nazis noch als Leute kannten, die so Bomberjacken trugen und Springerstiefel und Glatze hatten und die plötzlich und heute aber ganz anders aussehen und sie das aber nicht weniger gefährlich macht. Und wir starten unser Buch auch mit der Schilderung einer Begegnung mit diesem Mann. Er heißt passenderweise auch Alex. Allerdings nennt er sich Alex Malenki und das ist gar nicht sein echter Name. Eigentlich heißt der Mann Alexander Kleine und Malenki kommt aus dem Russischen, Slawischen und bedeutet klein. Und Alex Malenki ist Influencer. Er ist sehr lange aktiv auf Instagram gewesen, auf Facebook gewesen, bis ihn Facebook, also von beiden Plattformen, gelöscht hat. Und er hat ganz viele, nicht nur einen, sondern mehrere YouTube-Kanäle, auf denen er mehr oder weniger aktiv ist. Einige sind älter, andere sind relativ kurz erst sozusagen gelauncht worden. Er ist aber darüber hinaus auch kein Unbekannter bei den Sicherheitsbehörden, zumindest wenn wir ihn ein bisschen Sachkenntnis unterstellen. Und warum, das erzählt er auch in einem Video, das hoffentlich auch akustisch bei euch ankommt. Mein Name ist Alex Malenki, ich bin YouTuber, 26, studiere BWL und bin seit circa 3 Jahren für die identitäre Bewegung in Sachsen aktiv. Genau. Alex Malenki ist nämlich nicht nur YouTuber, sondern er ist auch und das hauptsächlich politischer Aktivist, auch wenn er das gerne verschweigt, wenn er auf YouTube unterwegs ist. Er ist einer der wichtigsten rechtsextremen Influencer in Deutschland und rechtsextreme InfluencerInnen, inzwischen sind es eigentlich wesentlich, oder es waren schon immer wesentlich mehr Männer als Frauen. Inzwischen sind ihnen aber auch ein paar Frauen abhanden gekommen oder die haben sich zurückgezogen. Und man kann beobachten, wie Alex Malenki insbesondere in den letzten Monaten immer mehr zum zentralen Gesicht nicht nur der Identitären in Deutschland gemacht wird, sondern auch der neuen Rechten in Deutschland insgesamt. Und er verteilt sich auf verschiedenste YouTube-Kanäle, Podcasts, aber auch andere soziale Medien. Das hier ist eine kleine Zusammenfassung. Wir sehen hier Laut gedacht, das ist so eine Art Nachrichtenformat, wo er mit seinem Kameraden Philipp Thaler, einem ehemaligen oder noch immer Neonazi, zusammen quasi die aktuellen wöchentlichen Nachrichten aufbereitet und lustig verpackt. Wenn man sich den Vorspann des Formats mal anguckt, dann sieht man, wie bewusst hier mit lockerer Musik versucht wird, ein jugendliches Publikum anzusprechen.
sprechen. Wir sehen hier das Kulturlabor, einen Kanal, auf dem Alex Malenki, wie es auch in der Beschreibung steht, Gegenkultur vorstellt. Das heißt, er stellt verschiedene Bücher vor, kürzlich ein Computerspiel, Comics und so weiter. Immer natürlich mit der Schlagrichtung, das sind Sachen, die in unsere politische Richtung gehen. Wir sehen oben rechts, Gib mal Kaffee, einen Podcast, der nach wie vor auf Spotify läuft, in dem man eine Stunde lang meist alleine mal mit Gästen über verschiedenste Themen redet, über das Familienbild zum Beispiel, aber auch über Kryptowährungen, ganz wichtig für Rechtsextreme, weil sie immer öfter Repressionen bei Banken ausgesetzt sind und deswegen für Spenden zum Beispiel auf Kryptowährungen wie Bitcoin setzen. Wir sehen seinen Telegram-Kanal, wir sehen seinen, was ist das eigentlich? Achso, sein anderer YouTube-Kanal, Malenki, der Private, auf dem er zeigt, wie er bouldert, imkert, Axt wirft. Und wir sehen an dieser bunten Mischung, wie sich politische Botschaften vermischen mit dem ganz normalen Influencer-Life. Also wie er zeigt, wie er lebt, was er so in seiner Freizeit macht, welchen Kautabak er am besten findet, welches Snus. Und zwischendrin wird aber auch mal Wahlwerbung für die AfD gemacht, werden Wahlplakate im sächsischen Landtagswahlkampf analysiert und bewertet. Und es ist wenig überraschend, dass in der Regel die AfD-Plakate die sind, die am besten abschneiden. Und Malenki ist damit ein sehr wichtiger Teil im dem, was man ein Röhrensystem oder ein Kaninchenbau auf YouTube nennen könnte. Jemand, der ganz gut beschrieben hat, was es mit diesem Kaninchenbau oder mit dieser, wie er es hier in diesem Video nennt, Pipeline auf sich hat, ist Caleb Cain. Caleb Cain hat ein Video gemacht, ein paar Tage nach dem schon angesprochenen Terroranschlag in Christchurch, wo er über knapp 40 Minuten erklärt, wie er selbst Teil der Alt-Right werden konnte, wie er sozusagen in das Rabbit Hole gefallen ist, in die Pipeline gerutscht ist durch YouTube, indem er angefangen hat, verschiedene YouTuber zu gucken, deren Argumente zu glauben, gut zu finden und so immer tiefer reingerutscht ist in die rechtsextreme Welt von YouTube. Und einer der YouTuber, die er erwähnt, ist Steven Molyneux. Und das nur, weil es sehr aktuell ist. Steven Molyneux wird auch erwähnt im gestern oder vorgestern erschienenen Report der Kommission in Neuseeland, die sozusagen der Regierung die Untersuchung vorgelegt hat, wie konnte sich der Täter von Christchurch radikalisieren, wie hat er seine Tat geplant. Und auch in diesem Bericht fällt der Name Steven Molyneux und auch in diesem Bericht fällt YouTube als ein wichtiger Radikalisierungsfaktor für den Täter. Und wir haben mal eine Grafik mitgebracht, die ganz gut einen Eindruck vermittelt, was es mit diesem Röhrensystem oder diesem Rabbit Hole auf sich haben könnte. Wir sehen hier eine kaum zu überblickende Grafik von YouTube-Kanälen, die die Organisation Modus ZAD mal vor einer Weile gemacht hat, mit einem anderen Erkenntnisinteresse. Deswegen sind ganz oben für uns auch ganz interessant die AfD-Kanäle gelb eingefärbt. Und drumherum sehen wir ganz viele Punkte. All das sind YouTube-Kanäle. Teilweise gibt es sie nicht mehr, sowas wie Martin Sellner zum Beispiel. Teilweise sind sie wahrscheinlich größer geworden. Und wir sehen hier, wie all diese YouTube-Kanäle miteinander verknüpft sind, sich aber auch sozusagen in verschiedenen Bereichen organisieren, wie sich also verschiedene Subszenen organisieren und auf YouTube verschränken. Denn wir sehen ja, all diese Kanäle sind auf die eine oder andere Art miteinander verbunden, obwohl sie mitunter politische Differenzen haben. Ein Beispiel oder die Beispiele, die wir eben genannt haben, sehen wir hier. Zoomen wir mal so ein bisschen rein. Laut gedacht und Malenki. Und die beiden befinden sich hier sozusagen in einer Blase, die sehr stark der sogenannten identitären Bewegung zuzuordnen ist. Nach links oben geht es dann so ein bisschen Richtung Rechtspopulismus. Nach rechts unten kommt so eine Skeptiker-Szene und so weiter. Also es gibt verschiedene Blasen in diesem YouTube-Röhrensystem und es gibt dementsprechend ganz, ganz viele Eingänge, die potenziell ein Eingang in eine Radikalisierungsbiografie sein können. Und die Idee ist eben, möglichst viele dieser Eingänge bereitzustellen. Und deswegen finden wir ein sehr, sehr buntes Angebot von verschiedenen Kulturprodukten auf YouTube. Und wir haben mal
zwei mitgebracht. Das eine, weil es relativ aktuell ist, ist rechter Hip-Hop, ist ja schon an sich ein ganz interessantes Phänomen, weil Hip-Hop als ursprünglich schwarze Musik der Unterdrückten, die jetzt benutzt wird von rechtsextremen Aktivisten, um sozusagen ihre White Supremacy-Botschaft auszudrücken. Und ein Beispiel dafür ist Chris Ares, der sich jüngst aus persönlichen Gründen aus dem Business zurückgezogen hat und wir deswegen jetzt nicht so stark Werbung für einen noch aktiven Rapper machen, was ganz praktisch ist. Los geht's. Scheiß auf den Rap, den ihr macht. NDS legt euch in Ketten und hat diese Wut in unsere Texte verpackt, denn ihr Heuchler habt die Jugend um die Ecke gebracht. Scheiß auf den Rap, den ihr macht. NDS legt euch in Ketten und hat diese Wut in unsere Texte verpackt, denn ihr Heuchler habt die Jugend um die Ecke gebracht. Das ist heiße Was in diesem Rap-Video sofort ins Auge fällt, ist, dass zum einen, was Jörn gesagt hat, mit verschiedenen Kulturprodukten, verschiedenen Formaten versucht wird, Eingänge in diesen Hasenbau zu finden, die oft unverfänglich sind. Das ist das eine. Das andere ist das völlig instrumentelle Verständnis von Kultur. Die extreme Rechte hat ganz verschiedene Formate und hat gar keine Berührungsängste damit, verschiedene popkulturelle Referenzen aufzunehmen, um ihre politische Botschaft zu vermitteln. Und dieses Video ist natürlich eigentlich auch ganz witzig, weil es zeigt, wie in diesen instrumentellen Charakter zeigt, weil es natürlich, man kann sich auch mehr von dem anderen, wirklich extrem schlecht produziert ist und im Grunde ganz billig Referenzen aneinander reiht. Wir sehen hier ein dickes Auto, das irgendwie ausgeleuchtet ist, und statt in anderen Webvideos, wo einfach nur der dicke BMW ist, jetzt hier ein dicker BMW mit einer Deutschlandfahne. Das kann man schon auch irgendwie witzig finden, weil sie es ja ernst meinen. Aber das zeigt vor allem den instrumentellen Charakter des Kulturverständnisses der Extremrechten. Also zu sagen, Kultur ist eine Waffe. Und davon legt auch folgendes Video Zeugnis ab, das zum einen Martin Sellner zeigt, der einer der führenden Influencer der Extremrechten lange war, bevor er gedeplattformt wurde, also gelöscht wurde von YouTube. Martin Sellner, weil Christchurch heute schon häufiger Thema war, erhielt eine Spende des späteren Attentäters, der 52 Menschen ermordete, ist also im Grunde eine der Leuchtfiguren der internationalen Extremrechten. Aber er war eben auch lange einer ihrer wichtigsten Influencer, und in diesem Video kann man in dem Folgenden ganz gut sehen, wie die Methode Martin Sellner funktioniert. Das ist heiße Kartoffel und diese Stärke, die an seinen Händen klebt. Ja, das ist einfach, ich mag das nicht. Ich bin kein Kartoffelfreund. Und ich habe mal einen Vortrag eines Anthroposophen gehört, der gemeint hat, die Kartoffel wäre keine gute Frucht für Mitteleuropäer. Sie kommt aus dem Ausland. Diesen Ausschnitt zeigen wir ganz gerne, weil er auch, wie das Webvideo, zeigt, wie diese Kulturprodukte eigentlich wirken sollen. In diesem Fall ein Kochvideo. Kocht da irgendwie Wiener Schnitzel und alles wirkt so wie in einem ganz normalen Vlog, quasi irgendwie der damals noch Junggeselle steht in seiner Wohnung und zeigt eben, wie man günstig einen Wiener Schnitzel macht, er ist Wiener. Und dabei lässt er rassistische Narrative so einfließen, dass sie gerade noch edgy genug sind, dass sie nicht die Richtlinie der Plattform verletzen und so, dass man immer auch sagen kann, ach, ist doch nur ein Scherz. Das hat er natürlich auch getan, nachdem wir das schon thematisiert haben, gesagt, ach, ihr habt den Scherz einfach nicht verstanden. Und es geht immer darum, Leute nicht unmittelbar zu überzeugen. Es geht nicht darum, sagen Leute sofort zu Rassisten zu machen, sondern rassistische Narrative, rassistische Erzählungen schrittweise zu normalisieren, indem man sie häufiger hört, indem man sie in einen Scherz verpackt, wie hier am Beispiel der Kartoffel. Und man kann sich sicher sein, dass all das kein Zufall ist, sondern Strategie. Und manchmal in einigen Momenten sprechen beispielsweise Aktivisten der Identitären, aber auch einiger relevanterer Bewegungen als sterbenden Identitären, ganz offen davon, dass das, was sie da auf YouTube oder Instagram tun, Strategie ist, wie in diesem Video. Wir befinden uns im Krieg. In einem Krieg der Informationen. Jede Kamera, jedes Stück Licht- und Tontechnik ist eine Waffe.
Jedes unserer Lieder ist ein Splitter im Herzen des linksliberalen Establishments. Deshalb kaufen Sie Kriegsanleihen. Naja, oder ihr spendet einfach bei PayPal. Ja, oder so. Macht doch, was ihr wollt. Ständig sein Gesicht in die Kamera zu halten, ist also eine der im Grunde strategischen Neuerungen der extremen Rechten. Gerade wenn man es vergleicht dazu, wie die extremen Rechte in den 90er und Nullerjahren agiert hat, mit Wehrsportübungen und sich im Wald verstecken. Damals musste Antifa-Arbeit Namen veröffentlichen. Heute tun sie das selbst und erzählen sozusagen eine emotionale Geschichte, halten ihr Gesicht in die Kamera und sprechen dann ganz offen von Infokrieg. Was in diesem Video ja ganz deutlich wird, ist, jedes Foto, jeder Inhalt ist eine Waffe im Infokrieg. So bezeichnet die extremen Rechte das. Und was sie damit meinen, ist, sie möchten den öffentlichen Diskurs verändern, darüber, wie gesprochen wird in einer Gesellschaft, über Themen wie Einwanderung, über Minderheitenrechte etc. Und Bilder sind damit immer nur eine Waffe. Und deshalb schreibt Martin Sellner auch in seinem Buch Identitär, unsere Eitelkeit, die er hier auf diesem Instagram-Video gut präsentiert, unsere Eitelkeit ist politisch. Und genau darum geht es, dass jedes Foto, jedes Video nicht nur eine politische Botschaft hat, sondern eine politische Waffe ist, selbst wenn es keine politische Botschaft vorderhand in sich trägt. Wie hier, ist einfach nur ein Typ, der Kaffee trinkt und ein bisschen, weiß ich auch nicht, George Clooney-mäßig für Arme in die Kamera guckt. Aber das Ziel ist, sich damit emotionale Verbindungen aufzubauen und einen sogenannten Emo-Krieg zu entfalten. Auch das eine Strategie, die Martin Sellner in seinem Buch beschreibt. Er sagt, diesen Emo-Krieg können wir nur gewinnen, wenn wir die Ebene der reinen Fakten verlassen. Wir brauchen eine moralische Rechtfertigung unserer Position viel dringender als einen Beweis ihrer faktischen Richtigkeit. Das ist zum einen natürlich die Absage an Fakten, die man von der extremen Rechten international kennt. Aber es viel wichtiger ist eigentlich die Erkenntnis, dass in einer Welt, in der wir alle leben, die sehr visuell ist, die sich um Emotionen dreht, die mediatisiert ist, so schreiben wir im Buch, dass in so einer Welt Emotionen notwendig auch im Grunde eine Waffe werden muss der extremen Rechten. Und das ist sozusagen der strategische Moment, der sich verändert hat, nämlich, dass die extreme Rechte erkannt hat, dass sie diese Emotionen braucht. Und diese Emotionen kann sie nur schaffen, wenn sie Gesichter und Geschichten erzählt. Sellner hat auch bei uns im Gespräch gesagt, es geht darum, dass die Menschen mir vertrauen. Und dann kann man ihnen auch ganz andere Sachen erzählen, also eine persönliche Verbindung aufzubauen. Und Sellner hat schon vom Kaninchenbau gesprochen. Und auch das ist etwas, was nicht nur Leute, die sich selbst radikalisiert haben und das erkannt haben, so nennen, sondern genau das ist auch das Ziel. Das schreibt auch Martin Sellner in einem Artikel für eine extrem rechte Zeitung. Und er spricht von einer Themeninvasion, die so wirke, durch ständige Wiederholung und Normalisierung eines Begriffs, wie die Kartoffel, die nirgendwo hingehört, durch ständige Wiederholung und Normalisierung eines Begriffs und seiner Idee, die sich vom Rand ins Zentrum pflanzt. Also diese Themeninvasion passiert durch diese Wiederholung und Normalisierung. Und das bedeutet eben, dass man verschiedene Kulturangebote schafft, die ähnliche Botschaften haben, die Einstiegsdrogen bilden und die einen sozusagen schrittweise radikalisieren. Das ist angelegt in der Art und Weise, wie die Extremrechte agiert. Und es passt sehr gut zu der Art und Weise, wie soziale Medien funktionieren, wie zum Beispiel YouTube funktioniert, dessen Algorithmus eben so gebaut ist, dass man im Grunde schrittweise radikalere Inhalte konsumiert. Und diese Themeninvasion, schreibt er weiter, kann man sich vorstellen als eine durchgehende Ideenstaffette, die man sich auch als sanft ansteigende Rampe vorstellen kann. Diese sanft ansteigende Rampe, von der er spricht, ist nichts anderes als eine Radikalisierungspipeline. Und wir haben auch schon im persönlichen Gespräch hat er gesagt, eigentlich ist es so ein bisschen wie eine Rampe und die sozialen Medien sind so ein bisschen die Seife, die sozusagen verschlimmern oder die Reibung verringern und damit die Radikalisierung beschleunigen. Und man sieht all diese Dynamiken von
im Grunde Einstiegsdrogen von Themen, die leichter zugänglich sind, wie Rapmusik, zu immer extremeren und radikaleren Inhalten, gerade in diesen Zeiten ziemlich gut. Und wenn man sich anschaut, was wir hier vor allem auch im Buch beschreiben, dann richtet sich das häufig an Menschen, die so alt wie wir sind und ein bisschen jünger oder viel jünger. Malenki beispielsweise, der Typ vom Anfang, hat uns im Gespräch gesagt, seine Zielgruppe fängt so bei 12 Jahren an. Die Bemühungen der Identitären also konzentrieren sich häufig auf diese Zielgruppe. Und wir sehen aber gerade in Corona, dass die Mechanismen, die wir da beschreiben und die bei der Rechtmobilmachung am Start sind, auch für ältere Zielgruppen gelten. Und das sieht man insbesondere bei Corona. In dieser Zeit der globalen Pandemie sehen wir, wie die Extremrechte agiert und wie all das, was wir da beschreiben, unter einem Brennglas deutlich wird. Und hier auch nochmal ein Ausschnitt aus einem Livestream von Sellner, wo all das... Es zeigt eine Überreaktion der Regierenden, eine Psychodynamik. Ja. Es zeigt eine grundlegende Schwäche auch dieser liberal zerfallenden modernen Gesellschaften, aber auch der Politkaste. Ja? Es zeigt auch, dass wir in einem echten oder vermeintlichen Krisenmodus, vieles deutet auf vermeintlichen Krisenmodus hin, nicht mehr wirklich in der Lage sind, vernünftig zu debattieren. Was wir dagegen sehen, ist eine totale Arroganz der Medien. Wir zeigen diesen Ausschnitt, weil er alle großen rechten Erzählungen beinhaltet. Das Wichtigste, wir nennen das der faschistische Minimalkonsens, ist die Erzählung, dass die eigene Gruppe, das kann die Rechte sein, das können Deutsche, Weiße, was auch immer, Männer sein, dass die eigene Gruppe durch eine übergroße Gefahr bedroht wird und es übernatürlicher Kräfte bedürfe, diese Gefahr abzuwenden. Das ist sozusagen die faschistische Grunderzählung, die sich in Variationen überall findet. Das bedeutet, dass die Ideologie der Extremrechten häufig eine apologetische, eine Ideologie der Krise ist. Und in dieser pandemischen Situation, in der wir uns gerade befinden, unter der wir auch alle leiden, feiert diese Art von Ideologie fröhlich Urstand, könnte man sagen, weil man sie genauso adaptieren kann. Man kann ein Feindbild präsentieren, das die liberale Ordnung ist, die eine angebliche Krise heraufbeschwört, Bedrohung des eigenen und sie der Arroganz überführen. Das heißt sozusagen Feindschaft, Bedrohung der eigenen Gruppe als faschistisches Grundnarrativ. Das lässt sich hier an diesem Beispiel sehr gut zeigen, weil die Extremrechte das in Zeiten von Corona besonders gut und das zeigt auch noch ein weiterer kurzer Videoausschnitt aus einem Livestream, auch ungefähr aus der Zeit der ersten Welle. Ganz wichtig vorweggestellt, wenn ich über das Thema Verschwörungstheorie rede und über Verschwörungstheorien rede, sage ich den Begriff in einer komplett neutralen Fassung. Ja. Und ich mache mich nicht darüber lustig, im Sinne von das Argument, das Ganze ist so absurd und das glauben nur so wenige und das ist Spintisiererei, ist für mich kein Argument. Mhm. Ja? Weil nur weil die Mehrheit etwas glaubt, heißt es nicht, dass es wahr ist. Und außerdem weiß ich, der Bevölkerungsaustausch, der auch stattfindet, wie nennt die Presse den? Ununterbrochen als Verschwörungstheorie bezeichnet. Und er findet statt. Also ich möchte unterscheiden. Wir sind davon das Netzwerk gezeigt und auch darauf hingewiesen, dass sind teilweise Accounts und Haltungen, die vollkommen konträr sind oder nicht so richtig zusammenpassen. Wir nennen das in unserem Buch die Allianz der Antagonismen. Also ein Zusammenschluss von Leuten, die politisch nicht viel eint, außer, Stichpunkt faschistischer Minimalkonsens, die Feindschaft gegen die liberal-demokratische Ordnung. Was Sellner hier tut, ist in Zeiten der Pandemie zu sagen, wir wollen ja alle das Gleiche eigentlich und deshalb sind auch Leute, die sogenannten Verschwörungsmythen teilen, Teil des Ganzen und ich will die gar nicht ausschließen. Er umarmt sie also. Und das sieht man in dieser Pandemie auch sehr, sehr deutlich, wie sozusagen ganz verschiedene Gruppen zusammenfinden. Und ganz im Hintergrund sieht man einen Screenshot von Global Change, eine der großen deutschen QAnon-Gruppen. QAnon, zur Erinnerung, Martin Sellner sagt hier, nicht alle Verschwörungstheorien sind Spinnereien. QAnon ist eine Verschwörungsideologie, die glaubt, dass korrupte Eliten in den USA irgendwie Kinder foltern und deren Blut trinken. Aber das ist sicherlich keine Spinnerei, wie er sagt. Nee, keine Spinnerei. Keine Spinnerei. Grüßt euch. Eine andere Verschwörungstheorie, die wir noch nennen wollen im Kontext von Corona, ist The Great Reset. Und zwar deswegen, weil es
weil wir das jetzt in den letzten Wochen und Monaten beobachtet haben, dass das eine Theorie oder ein Narrativ zu sein scheint, was zunehmend wichtiger wird, und zwar nicht nur in der offensichtlich extremen Rechten in Deutschland und Europa, sondern weltweit und auch im, nicht auf den ersten Blick oder überhaupt im Zweifel auch überhaupt nicht rechtsextremen Milieu, wenn man sich zum Beispiel so jetzt während der Corona-Krise wieder zur Bekanntheit gelangten Moderatoren wie Ken FM, also Ken Jebsen zum Beispiel, anguckt, der dieses Narrativ auch sehr stark pusht. Und im Grunde genommen geht es darum, dass die Corona-Krise, die ja, wie wir eben bei Selna gehört haben, eine vermeintliche Krise sei, also eine, die nicht wirklich existiert, was bei 4.000 Toten in Deutschland, wo es ja verhältnismäßig gut läuft, wenn man das so sagen kann, pro Woche, natürlich eine sehr steile These ist. Und diese Great Reset ist sozusagen die nächste Stufe in dieser in dem Versuch, dass die Corona-Pandemie für die eigene politische Botschaft zu instrumentalisieren. Man hat das lange mit den Lockdowns versucht, immer wieder neue Prophezeiungen gemacht, wann das nächste Lockdown kommt, wann die digitale Corona-Diktatur in Kraft tritt. Es ist jetzt auch mit dem neuen Infektionsschutzgesetz nicht so richtig absehbar, dass das tatsächlich passiert ist. Und deswegen ist The Great Reset der neue heiße Scheiß, wenn man so möchte. Weil im Grunde genommen das Heilserlebnis, was alle faschistischen und rechtsextremen Ideologien immer wieder betonen, die Rettung der Nation, die Rettung der weißen Rasse, die Rettung der Männlichkeit, die Rettung des Abendlandes oder auch gerne mal die Rettung der vermeintlichen Demokratie oder das, was sie darunter verstehen, das verlagern sie jetzt sozusagen hinter die Pandemie mit diesem Great Reset, nämlich das Zurücksetzen der Weltwirtschaft durch das Coronavirus, alles fährt herunter und dann wird alles neu aufgebaut im Sinne der neuen Weltordnung. Und das Ganze funktioniert nur so kann der Kapitalismus gerettet werden und so weiter. Was daran wichtig ist, wir sehen an diesem sehr ästhetischen Beispiel, das Patrick uns hier ausgewählt hat, dass selbst diese sehr teilweise komplexen Theorien ihre Wege auf alle möglichen Plattformen finden. Du hast das hier, glaube ich, von Twitter. Man wird keine Probleme haben, es auf anderen Plattformen in ähnlicher Weise zu finden. Und was wir daran zeigen wollen, ist, dass sich auch die komplexesten Verschwörungstheorien runterbrechen lassen auf netzübliche Formen und Symbole, wie es hier zum Beispiel ein typisches Meme ist, wo eben der politische Kontext eingesetzt wird. Und dementsprechend kommen wir quasi dahin, wo wir angefangen haben, nämlich zu rechtsextremen Influencerinnen und Influencern, die die sozialen Netzwerke nutzen, um ihre politische Botschaft zu verbreiten. Und das Ganze tun sie im Rahmen der Plattformlogik. Auf YouTube, klar, muss man Videos machen. Man muss sie aber auf eine YouTube-spezifische Weise machen, wenn man möchte, dass sie angeguckt werden. Das heißt, ein knackiger Einstieg, ich mache nicht so viele YouTube-Videos, aber es gibt eine Plattformlogik. Das Gleiche auf Instagram, wo ästhetische Bilder besser funktionieren als sehr große Bildtafeln in der Regel. Und so hat jede Plattform ihre Eigenarten. Und wir sehen, dass rechtsextreme Influencerinnen und Influencer und alle, die sich an der rechten Mobilmachung beteiligen, die Form finden, diese politischen Botschaften, die sie verbreiten wollen, plattformspezifisch aufzubereiten, sei es in einem Meme, sei es in einem Video, sei es in einem Lied, und diese dann zu verbreiten mit der Zielgruppe 12 aufwärts. Das war's von uns soweit. Vielen, vielen Dank, Patrick und Sören. Und es hat wieder den Effekt auf mich, wie schon das Lesen eures Buches. Es ist auf der einen Seite total interessant, aber auf der anderen Seite macht es einem auch so ein kleines bisschen schlechte Laune, wenn man sich denkt, oh Gott, was geht da alles im Netz ab? Ich möchte jetzt gerade nochmal auf den Punkt, den ihr zuletzt angesprochen habt, zu sprechen kommen, und zwar Verschwörungstheorien, die ja momentan auch echt unterwegs sind im Zusammenhang mit Corona. Was ich so interessant finde, ist, wenn man das verfolgt, werden ja immer irgendwelche Horrorszenarien gemalt. Also keine Ahnung, Attila Hildmann
postet irgendwie am so und so vielten wird das und das passieren oder keine Ahnung, es werden immer irgendwelche QAnon-Verschwörungen rausgehauen und da heißt ja, an dem und dem Tag passiert das und das und dann trifft das Ganze nicht ein. Warum sagt die Anhängerschaft von diesen Verschwörungstheorien nicht irgendwann, ja Leute, also wenn es jetzt zum 10. Mal nicht eintritt, irgendwas scheint ja faul zu sein. Ich sehe darin einfach... So kurz antworten, ich versuche... Wir verstehen die Frage nicht ganz so gut, aber ich glaube, die Frage war, wenn so Heilserlebnisse nicht in Kraft treten, wie dann die Reaktion ist oder warum die Leute immer noch daran glauben. Das ist sehr interessant, das wirklich sehr gute Buch von Katharina Nukun und Pia Lamberti, Psychologin über Verschwörungsmythen, zeigt, es ist wissenschaftlich ganz gut erforscht, warum das so ist. Nämlich häufig tritt sogar das Gegenteil ein, die Leute glauben nämlich noch mehr daran. Und warum? Weil die eigene Identität so stark daran gebunden ist. Also wenn man sein ganzes Leben darauf einstellt, dass man die Erleuchtete ist und nicht ein Schlafschaf, so wie die ganzen anderen, und die Wahrheit erblickt hat und weiß, dass es jetzt den erlösenden Tag gibt, dann gibt es, und häufig soziale Bindung dadurch verloren hat, Familie verloren hat dadurch, das ist ja das Schicksal, dann gibt es eigentlich keinen Weg zurück. Und dann muss man sozusagen weiter daran glauben und immer mehr noch daran glauben. Deshalb sind sozusagen Verschwörungsmythen, deshalb eignen sich natürlich auch so gut dazu, dass Leute sich darüber lustig machen, was man vielleicht nicht so häufig machen sollte, weil es ja sehr ernst ist, weil es voll ist von Paradoxien. Zum Beispiel meine Lieblingsparadoxie ist, die These ist ganz einfach, Leute, die an einen Verschwörungsmythos glauben, glauben auch viel leichter an andere. Und eine der ersten Studien, die das in Großbritannien gezeigt hat, ist, dass Menschen, die glauben, dass Diana vom Secret Service umgebracht wurde, auch eher glauben, dass sie noch lebt. Zwei vollkommen widersprüchliche Verschwörungsmythen, aber eben weil das Glauben eines Verschwörungsmythos die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man an einen anderen glaubt, passt es dann am Ende eben doch zusammen. Und was das mit der extremen Rechten zu tun hat oder was es dann auch gefährlich macht, weil so witzig ist das gar nicht, dass dieser Erlösungsglaube der Verschwörungsmythen und Faschismus und extrem Rechte verbindet. Denn auch der Faschismus glaubt ja an sozusagen etwas Endsieghaftes, an eine Erlösung. Ist ja auch eine messianische Ideologie. Bringt sozusagen die Individuen, die das glauben, sozusagen eine gewisse Spannung, nämlich sich unterdrückt zu fühlen, aber gleichzeitig auch immer kurz vorm Sieg. Und wenn dieser Sieg aber nicht kommt, weil er kommt ganz offensichtlich und Gott sei Dank nicht, dann führt das natürlich zu einer Radikalisierungsdynamik bestimmter Menschen oder Individuen. Und das ist ja das, was wir gerade sehen, eine massiv rasante Radikalisierung von Individuen. Und das ist, glaube ich, die Gefahr gerade. Die Svantje ist wieder bei mir hier auf der Bühne. Svantje hat die Kommentare und Fragen aus der Kommentarspalte mit dabei. Was gab es denn für Fragen, Svantje? Ja, also die Alba, die bezieht sich nochmal auf den Chris Ares und die fragt sich, warum das überhaupt so gut funktioniert, wenn es eigentlich doch so einfach zu durchschauen ist. Naja, weil man sich schon so ein bisschen damit beschäftigt, also wir haben uns halt relativ lange damit beschäftigt und wie Patrick, glaube ich, ganz am Anfang gesagt hat, auch ganz konkret uns mit den Strategien auseinandergesetzt, die ja auch ausformuliert werden streckenweise, die, wenn man sie dann liest, alles ganz offensichtlich erscheinen lassen. Das kann man aber, glaube ich, nicht von allen Nutzerinnen und Nutzern der sozialen Netzwerke erwarten, vor allem nicht, wenn es die von Herrn Alexander Kleine zum Beispiel angepeilten 14-Jährigen sind, die relativ unbedarft, wie wir ja alle eigentlich im Alltag Medien konsumieren und nicht immer dahinter eine Strategie vermuten. Natürlich weiß man mit einem gewissen Alter und mit einer gewissen Medienkompetenz, dass Medien zu einem gewissen Grad immer mit einer gewissen Vorsicht konsumiert werden müssen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wahnsinnig paranoid, hinter jedem YouTube-Video eine politische Agenda zu vermuten oder hinter einer Kleidermarke im Zweifel, die einem ästhetisch einfach gefällt. Mir ist vorhin aufgefallen, ich trage die gleiche wie Martin Sellner in dem Kartoffelvideo. Was sagt uns das? Also was ich sagen will, Sie verbergen ihre Strategie in den kulturellen Produkten an sich sehr gut.
Das, was dahinter steckt, ist die Annahme, dass sich politische Botschaften wesentlich leichter verkaufen lassen, denn das machen ja Influencerinnen und Influencer, sie verkaufen was. Und in unserem Falle sind es eben politische Influencerinnen, die eine politische Botschaft versuchen zu verkaufen. Und dahinter steckt die Annahme, dass das Ganze leichter funktioniert, wenn man das mit Kultur tut, wenn man die Politik hinter Kultur versteckt. Und das haben wir gesehen im Falle des Raps. Wir haben das gesehen im Falle Martin Sellners, der einen lustigen Kochstream macht, was der zu der Zeit ein relativ angesagtes Genre auf YouTube war. Wir haben das bei den beiden am Klavier gesehen, die von den Kriegsanleihen spaßhaft gesprochen haben, die einen Musikchannel hatten. Und so gibt es eine ganze Gegenkultur, wie Sie das nennen, eine kulturelle Welt, mit der Sie versuchen, Ihre politischen Botschaften in Kultur zu stecken und zu verbergen. Und das ist etwas, wenn man das weiß, ist es, weiß man es. Und wenn man es nicht weiß, ist es schwieriger, oder ist es, glaube ich, schwierig, das so darauf zu schließen. Jetzt ist aber natürlich Chris Ares kein Capital Bra und Martin Sellner ist auch kein Jamie Oliver. Also ich frage mich, bei den Reichweiten, die sie ja mit ihren Produkten haben, oder auch Malenki zum Beispiel, sind jetzt auch nicht die riesigen Abrufe. Erreichen die Leute mit dieser Strategie überhaupt Leute außerhalb ihrer Bubble? Das ist zumindest die Strategie, aber du weißt natürlich auf einen ganz wichtigen Fakt hin, der auch total wichtig ist. Ich glaube, das ist gefährlich, was sie tun, und das ist strategisch und das ist durchtrieben und all das, aber es ist natürlich auch billig und albern und ein bisschen witzig, weil es so schlecht am Ende ist. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass ein Martin Sellner, bevor er gelöscht wurde auf YouTube, 120.000 Abonnentinnen, glaube ich, hatte, Instagram-Account mit vielen tausend Abonnentinnen, dass wir 2019 fünf rechtsextreme Attentate hatten, Christchurch wurde genannt, die sich sozusagen diskursiv aufeinander bezogen, die sich sozusagen zitiert haben in der Art der Tatausführung oder des Manifests. Das heißt, auf der einen Seite führt es manche hinab in sozusagen in eine Radikalisierung, die sozusagen nur noch Gewalt offen lässt. Und es, das ist ja zumindest das Ziel, verändert es die Art und Weise, wie wir über bestimmte Dinge reden. Und die gesellschaftlichen Gegenkräfte sind groß, viel größer, aber die Bedrohung ist eben auch groß. Und wir sehen ja auch, dass zum Beispiel im US-amerikanischen YouTube es lange eine vollkommen selbstverständliche fast Vormacht der Alt-Right gab, wenn es um politische Inhalte ging. Und auch heute YouTube immer noch, heute hat YouTube ein paar Desinformationsvideos gelöscht zur US-Wahl, aber auch heute einer der wichtigsten Treiber von Desinformation ist. Und ein anderer Punkt, den ich noch machen würde, gerade mit Blick auf die von dir benannten Terroranschläge. Natürlich ist es irgendwie ein Ding, dass sie nicht so viele erreichen, aber indem sie eben sowas wie Echokammern versuchen zu bilden, ist es ja empirisch nicht so klar, wie das funktioniert. Aber wenn wir zum Beispiel das, was wir Caleb Kane, den wir gezeigt haben, der geschildert hat in diesem Video, wie er in die Alt-Right gerutscht ist, im Zweifel geht es da, als uns als Gesellschaft kann es nicht nur darum gehen, ja, wenn es viele erreicht, wird es problematisch, sondern wir sehen, dass Einzelpersonen durch diese Videos zumindest einen Eingang in Radikalisierungsprozesse finden, die sie dann aus dem Internet in die reale Welt tragen und die dann Tote fordern. Und da spielen natürlich auch so Leute wie Martin Sellner eine Rolle, die gleiche Ideologie zum Beispiel verbreiten wie der Täter von Christchurch, der ganz groß vom sogenannten großen Austausch auf seinem Schriftstück, was er mitverbreitet hat, mit der Tat geschrieben hat. Und das ist halt die zentrale Ideologie der Identitären, mit denen die Leute, die sich diese Videos angucken, tagtäglich zugeballert werden. Und im Zweifel mache ich mir da als Radikalisierungsforscher quasi gar nicht so viel Gedanken, nicht nur um die breite Öffentlichkeit, sondern auch um die Einzelpersonen, die sich sehr stark im Zweifel davon angesprochen fühlen. Auf den Punkt, was das dann auslösen kann an tatsächlichen Anschlägen, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Svante, hast du noch eine Frage? Kommentarspalte. Ja, auf jeden Fall. Also Dufte fragt sich, ob die vielen Rechten mittlerweile bei den Querdenkern unterwegs sind, weil ihnen die AfD vielleicht zu langweilig wird.
Also hat es die AfD verpasst, da sich quasi an die Spitze dieser, dieser Querdenkerbewegung zu stellen? Ob die Identitären... Nee, die Rechten bei Querdenken sind da, weil die AfD zu langweilig ist? Ja. Ah ja. Das ist tatsächlich eine interessante Frage, über die wir akut gerade sehr viel nachdenken. Ich glaube, die... ich glaube, dass die Frage, dass der Frage eine, ein Fehler zugrunde liegt, nämlich der, dass Querdenken eine sozusagen unschuldige Bewegung sei und da hätten sich so Rechte untergemischt. Ich glaube, Querdenken ist im Kern und von Anfang an eine zutiefst reaktionäre und autoritäre Bewegung. Das ist auch keine sonderlich steile These, wenn man sich Michael Ballweg anschaut, der ja der zentrale Kopf ist, der im Übrigen ja auch dafür sorgt, dass die Nähe zur AfD nicht zu groß wird, der etwas sehr Kluges verstanden hat, nämlich, dass man die hässlichen Bilder von Pegida nicht haben will, sondern dass sich eine reaktionäre Ideologie besser verbreitet, wenn man von Liebe und Freiheit spricht und das Reaktionäre dahinter versteckt. Dass selbst der, oder nicht selbst der, sondern der hier im Juni schon in Berlin auf der Querdenker-Demo ganz offensiv QAnon beworben hat und von Trump als Erlöser gesprochen hat, und den zentralen QAnon-Leitspruch When we go one, we go all auf der Bühne, auf der Querdenkerbühne zum Besten gegeben hat, dann zeigt sich, dass Querdenken eine zutiefst im Verschwörungsmilieu verankerte und reaktionäre Bewegung ist. Nicht umsonst wird sie ja mittlerweile auch vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet oder als Verdachtsfall eingestuft. Dass es dann anschlussfähig ist an die extreme Rechte, das hat Gründe, die wir teilweise versucht haben zu zeigen, die extreme Rechte als Krisenideologie, die extreme Rechte mit ihrem Hang zur Apokalypse, all das, was ja hier auch vorkommt, das sozusagen das faschistische Grundnarrativ und dann die Verbindung zur AfD. Die AfD hat ja eine ganz interessante Schwenk gemacht. Am Anfang hat sie sozusagen immer stärkere Maßnahmen gefordert gegen Corona. Als sie gemerkt hat, das funktioniert nicht, ist sie sozusagen zur Corona-Leugnerpartei geworden und umarmt jetzt Querdenken. Und bisher kann sie davon allerdings noch nicht so richtig gewinnen. Aber ich glaube, die Rechten waren von Anfang an dabei, weil es ihnen auch gut ins Narrativ passt, das, was da gerade passiert. Wenn man sich mal die, ja, die Kritiken anschaut auf euer Buch, also die, die negativen Kritiken, dann wird euch ganz, ganz oft vorgeworfen, dass ihr zu sehr pauschalisiert, also dass ihr zu sehr oder zu weit einfach Leute und auch InfluencerInnen in einen Topf reinschmeißt. Also da wird dann zum Beispiel geschrieben, ja, aber der oder die, die machen doch, die sagen doch nur ihre Meinung, das sind doch keine Rechtsextremisten. Ihr habt von einem faschistischen Minimalkonsens gesprochen. Lässt sich das auch jetzt mit Blick auf die Querdenker-Demos, lässt sich das alles wirklich so unter diesen Deckmantel fassen? Also man hat sich ja nach Pegida angewöhnt, sehr, sehr vorsichtig zu sein, Bewegungen als Ganzes zu verurteilen als rechts, deswegen hat man sich hat sich die Öffentlichkeit Querdenken jetzt sehr, sehr lange angeguckt und ich glaube, niemand stellt in Zweifel, dass da Menschen bei der Demo mit unterwegs sind, die berechtigte Ängste, wirtschaftliche Sorgen, was auch immer haben, was sie auf diese Demonstrationen treibt. So, gleichzeitig konnte man am 29.08. beispielsweise in Berlin eigentlich nicht darum umhinkommen, auf Reichsfahnen zu treffen. Wenn man sich ganz, wir waren da, wir haben uns so gut es ging normal, wenn man eine Maske auf hatte, war das nämlich nicht so normal, normal versucht zu bewegen in dieser Demonstration und es war unmöglich zu übersehen, dass da Leute mit Reichsfahnen sind, dass da Leute mit QAnon-Fahnen, Symboliken sind, dass da offensichtliche Neonazi-Organisationen, rechtsextreme Parteien wie die Rechte, die NPD, die Deutsche Stimme, keine Ahnung, wen wir alles gesehen haben. Das war gut, wir kennen da ein paar mehr von, aber es war nicht zu übersehen. Und es ist nicht so, dass es nicht auch andere Demonstrationen gäbe, denen man sich anschließen könnte, wenn man seine berechtigten Sorgen gegen zum Beispiel den Lockdown aus wirtschaftlichen Aspekten oder so kundtun möchte.
sondern es gibt offensichtlich den Unwillen oder einfach die offene Bereitschaft, mit offen rechtsextremen, offen verschwörungstheoretisch agierenden und kommunizierenden Menschen nebeneinander zu marschieren, sich die Reden anzuhören. Und es gibt Ann-Kathrin Müller vom Spiegel, die berichtet über die AfD, hat kürzlich einen von der gleichen Demo eine Anekdote erzählt, die ich sehr eindrücklich fand. Das war vorm Reichstag, und vorm Reichstag, nicht nur am 29.08., sondern jede Woche redet einer der bekanntesten Reichsbürger Berlins, so auch an dem Tag. Und er hat dann ganz viel über Souveränität und Friedensvertrag und was auch immer geredet. Und neben Ann-Kathrin Müller stand, ich glaube, es war eine Mutter mit ihrem kleinen Kind, und die meinte am Anfang so, also ich bin ja wegen Corona hier, und der redet die ganze Zeit über Souveränität und Friedensvertrag, und das interessiert mich doch gar nicht. Sie blieb aber stehen, und am Ende der Rede fing sie an zu klatschen und zeigte offensichtlich eine gewisse Bereitschaft, sich auf diese Argumente einzulassen, obwohl sie ganz ursprünglich vielleicht wegen was anderem da war. Und wir sehen hier einerseits, wie der Bewegung Querdenken und allem komischen Spektrum, was da so dranhängt, es nützt, zusammen aufzutreten, einfach weil man Leute aus den verschiedenen Spektren zusammenführen kann und unter einer Melange der geteilten Ideologie vereinen kann. Wir sehen aber auch, wie bestimmte Leute mit einem bestimmten Mindset, mit einer bestimmten Verschwörungsideologie auf diese Demos stolpern, sei es bewusst oder unbewusst, und dann aber diesen Ideologieelementen sehr, sehr offen gegenübertreten. Und deswegen glaube ich, wir haben uns das jetzt ein halbes Jahr angeguckt, was sind das für Demonstrationen, was machen die da, was sind das für Leute, mit wem haben die zu tun? Und ich meine, wenn jetzt inzwischen der Verfassungsschutz schon, der bekanntlich nicht der schnellste ist, was sowas angeht, dann glaube ich, kann man da nicht mehr von einer unberechtigten Generalisierung sprechen. Und vielleicht noch ein Satz sozusagen an dem Buch. Es gibt so viele legitime, auch ihre rechte Positionen innerhalb des demokratischen Spektrums. Und die Methode der extremen Rechten ist ja immer sozusagen sagen, wir dürfen das alles nicht sagen, das ist natürlich Quatsch. Und wie wir im Buch vorgegangen sind, ist, wer ist bei wem zu Gast? Wenn jemand bei Martin Sellner, der bekennender extrem Rechter ist, zu Gast in einer YouTube-Show ist, dann ist das nicht, oder zusammen sogar mit dem eine hatte, oder mit anderen extremen Rechten, dann ist das eben, dann lässt man sich auf dieses Game ein. Und da ist, ja, also für mich ist das dann relativ deutlich. Aber die Gefahr, die du ansprichst, die besteht natürlich, alles in den Topf zu werfen, versuchen da möglichst different zu sein. Also man muss gerade auch bei Querdenken darauf achten, vor welchen Kern man sich spannen lässt. Und jetzt in Bezug auf Akteure wie Sellner zum Beispiel, das ist ja auch immer der easy way out quasi, zu sagen, hey, also ich habe doch selber gar nicht gesagt, ja, XY, sondern man hat ja nur mit jemandem gesprochen. Ja, also das ist ja auch immer so ein bisschen die Strategie, sich selbst quasi in seiner Position auch zu verharmlosen. Svante, die nächste Frage bitte. Das Fanprojekt Fürth fragt, muss sich unsere Gesellschaft mehr über die eigenen Werte Gedanken machen, wenn extreme Rechte am Mainstream anknüpfen können? Müssen wir uns mehr Gedanken über unsere eigenen Werte machen, ist die Frage. Als Gesellschaft. Als Gesellschaft. Total. Also ich glaube, dass die Antwort auf die Auswüchse der extremen Rechten nicht sein kann, sozusagen die ganze Zeit dagegen zu schreien, sondern dass wir sozusagen gesellschaftlich arbeitsteilig vorgehen. Es gibt die Leute wie uns, die Arschkarte gezogen haben und sich damit beschäftigen müssen. Und viele Leute, wir sollten uns aber als Gesamtgesellschaft nicht die ganze Zeit darauf aufhalten, weil die Extremrechte hat nichts beizutragen zu den großen Fragen, die wir als Gesellschaft zu lösen haben. Eine globale Pandemie beispielsweise gerade oder eine globale Klimakrise und ein paar kleinere Sachen mehr. Und um die sollten wir uns sozusagen gesellschaftlich kümmern und Visionen entwickeln, von sozusagen rechtskonservativ bis zur radikalen Linken kann man ja vortrefflich streiten. Das tun wir ja auch, nur der Extremrechte suggeriert immer, das wäre nicht so. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Und deshalb ist, glaube ich, die Frage genau richtig. Wir müssen selber darüber nachdenken, was für eine Welt wollen wir eigentlich leben und nicht die ganze Zeit mit den, nicht nur mit den Feinden auseinandersetzen. Ich habe von Feinde Demokratie.
von einer ganz interessanten Theorie gelesen, erst vor kurzem. Es gibt ja so die klassische Hufeisentheorie, die besagt, so das politische Spektrum ist so von links nach rechts wie so ein Hufeisen aufgebaut und links und rechts sind sich dann an den Rändern dann doch wieder relativ gleich. Diese Kritik ist ja schon seit längerem, oder diese Theorie ist schon seit längerem in der Kritik. Und deswegen gibt es die Theorie des Fischhakens. Also das heißt quasi, dass man links anfängt und dann irgendwann, je weiter man dann nach rechts kommt, macht dann quasi das politische Spektrum so einen Bogen und biegt sich wieder hin zur Mitte. Das soll im Endeffekt nichts anderes aussagen, als dass man in der vermeintlichen politischen Mitte eine extreme Anschlussfähigkeit hat für extrem rechtes Gedankengut. Also was haltet ihr davon? Haltet ihr das für realistisch, diese Einordnung? Also ich weiß nicht, ob der Fischhaken jetzt realistisch ist, aber grundsätzlich ist die Extremismus, also ich glaube, wir haben im Laufe des Vortrags in dieses Gesprächs jetzt öfter von Extremismus gesprochen. Grundsätzlich glaube ich, sind wir beide uns zumindest einig, dass wir keine Anhänger des Extremismuskonzeptes sind. Was nämlich genau von diesem Hufeisen ausgeht, oder selbst wenn es nicht von einem Hufeisen ausgeht, dann von einer Art, das kann ja auch ein gerades Spektrum sein, das Hufeisen ist dann nur noch die noch schlimmere Art, ganz links, ganz rechts, da sind die Extreme und die Mitte ist super. Und wir sehen ja eigentlich, also seit Jahren gibt es wissenschaftliche Studien, die das Gegenteil beweisen, die zeigen, wie verbreitet Rassismus ist, wie verbreitet Antisemitismus ist, wie verbreitet Verschwörungsmentalität offensichtlich in der Gesellschaft ist. Und daran sehen wir, dass das, was in der was vom Verfassungsschutz, was aber auch von der Politik als Extremismus bezeichnet wird, dass sich ideologische Versatzstücke auch in der politischen Mitte finden. Also wenn wir uns Rassismus angucken, gibt's die simpelsten Beispiele, wie tief das in unserer Gesellschaft drinsteckt, wenn man sich irgendwie einen Christian Lindner anguckt, der von dem ausländischen Mitbürger in der Bäckerschlange redet, gegen den man ja irgendwie schon ein berechtigtes Misstrauen haben kann, weil er sieht halt nicht weiß aus oder was auch immer ihm da gefahren war. Ich will nicht sagen, er ist ein Rassist, ich will nur sagen, rassistische Denkmuster sind sehr, sehr verbreitet in unserer Gesellschaft und damit das Grundfutter für Extremismus, in dem Fall für das, was als rechter Extremismus bezeichnet wird, wo Rassismus eben eine sehr, sehr starke oder eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und dementsprechend sollte man sich von diesem Gedankenbild, also diesem Hufeisen oder diesem geraden Spektrum, wo es irgendwie radikale, extreme Ränder gibt, verabschieden, einfach um den Blick zu öffnen für die Probleme, die wir in der Mitte der Gesellschaft haben, die wir im bürgerlichen Spektrum haben, die im Zweifel den gleichen Mustern anhängen, sich aber nicht trauen, es auszuleben aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, das war ja das, was bis die AfD wirklich groß wurde, passiert ist. Also die Wählerschaft war schon da, die ist ja nicht erst entstanden, als die AfD groß wurde. Die AfD hat nur ein Angebot geschaffen, wo die Leute, die schon immer so gedacht haben oder sehr lange so gedacht haben, sich angesprochen gefühlt haben und endlich sozusagen ihre Repräsentantinnen für den Bundestag oder die Landesparlament oder wo auch immer gefunden haben. Svante, die nächste Frage bitte. Ja, Matthias fragt nochmal, könnt ihr versuchen, Handlungsanweisungen zu geben? Was kann man als Individuum machen? Wogegen? Wie hast du ein Netz oder? Also würde ich auch differenzieren, genau. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich auch hätte. Also was kann man denn machen? Also wie kann ich denn, zur Erklärung, die beiden lehnen sich immer vor, weil sie mich extrem schlecht hören. Wie kann man denn wirklich als Social Media Nutzerin tatsächlich erkennen, ob ich da jetzt rechte Inhalte gerade mir versucht werden unterzujubeln? Also es gibt natürlich verschiedene Grundnarrative, die es gibt, sowas wie der große Austausch oder neuerdings The Great Reset, die in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen immer wieder verwandt werden. Ich glaube, wichtige Grundregel, wie man sich verhält, gerade wenn man sozusagen Angriffe der extremen Rechten online Zeuge dessen wird, ist, sich auf die Betroffenen zu konzentrieren und sich nicht nur in den Kampf zu werfen, sondern
den Betroffenen Solidarität anzubieten, ihnen beizustehen, Solidaritätsnoten zu senden. Und das andere ist, dass man es immer tut für die anderen, also für die Betroffenen, aber auch für die sogenannten Bystanders und nicht für die, Täter. Die wird man nicht überzeugen können. Man wird einen Alex Malenki, wenn man dem online kommuniziert, nicht davon überzeugen können, dass er Menschenfeind ist. Und das ist auch nicht das Ziel, sondern es geht immer darum, sozusagen die Umstehenden ihnen zu zeigen, dass es eine andere Position gibt. Also du meinst jetzt in den Kommentarspalten? Mhm. Hast du es gesagt? Also bringt es was, wenn ich jetzt das Gefühl habe, zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin auf TikTok unterwegs und habe unter einem Video reihenweise einfach rechtsgerichtete Hasskommentare. Bringt es was, dagegen zu schreiben, einen Kommentar dagegen zu posten? Also ich, das ist genau das. Es ist, die empirische Lage ist gemischt. Es gibt Studien, die zeigen, dass das hilft. Es gibt Studien, die das Gegenteil zeigen, und es gibt Studien, die sagen, es hilft, aber der Effekt ist sehr, sehr klein. Also zur Verbesserung des Diskurses sozusagen oder der Diskussion grundsätzlich. Ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, dass man, wenn man in so eine Diskussion einsteigt, sich einem gewissen Risiko aussetzt, beleidigt zu werden, und muss man halt wissen, ob man da Lust drauf hat, und für sich selbst wissen auch, ob man vielleicht in einer Bevölkerungsgruppe, Teil einer Bevölkerungsgruppe ist, die noch prädestinierter als Ziel von manchen Menschen angesehen wird, als weiße Männer wie wir. Nichtsdestotrotz glaube ich fest daran, dass es wichtig ist, diesem oft ja mitgedachten Versuch, in Kommentarspalten eine Mehrheitsmeinung zu simulieren. Also das ist der Gedanke von vielen Rechten, indem sie, sei es nach einem Aufruf oder sei es aus, sagen wir mal, einem antrainierten Instinkt, in bestimmte Kommentarspalten zu gehen und dort ihre Hasskommentare, teilweise aber auch einfach ihre politische Meinung dazulassen in einer relativ großen Zahl, damit dann Leute, die die Kommentarspalte lesen, denken, ah, okay, hier sind so viele Leute dieser Meinung, dass dieser Artikel scheiße ist, dass diese Person scheiße ist und dass Grenzen zu müssen und Ausländer raus. Keine Ahnung, was da dann steht. Und in diesem Fall finde ich es schon wichtig, dagegen zu halten, einfach für die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, dass es eben ein Instrument ist, Mehrheitsmeinung zu simulieren, die keine Mehrheitsmeinung ist, und da eben gegenzuhalten und zu sagen, nee, Moment, es gibt ja auch eine andere Meinung. Und gerade so Initiativen wie Ich bin hier auf Facebook, die das ja koordiniert auch machen, die sozusagen auf Facebook-Artikel gehen, wo sie feststellen, dass da eine sehr hohe Dichte an Hasskommentaren und Desinformationskommentaren und unsachlichen Kommentaren ist, und sozusagen sich absprechen und dann sehr sachlich dagegen argumentieren. Und das sind nicht alles jetzt Linke bei Ich bin hier, sondern auch Konservative, die aber die Meinung vertreten, wir brauchen einen sachlichen Diskurs. Und ich glaube, das ist wichtig für den unbefangenen Spiegelleser oder die unbefangene Bildleserin, die da in die Kommentarspalte sich verirrt und halt sieht, okay, hier sind nicht alle dafür, dass Ausländer an der Grenze erschossen werden sollten. Und da glaube ich dran, dass das wichtig ist. Diese Meinungsmache, der Versuch, die Meinungshoheit zu erlangen, das war ja auch ein großer Punkt in der Funk-Doku, die ihr vor 2,5 Jahren produziert habt. Lösch dich, heißt der Film. Sehr empfehlenswert. Da ging es ja darum, dass ihr euch in so ein Trollnetzwerk, in so ein rechtes Trollnetzwerk reingeschmuggelt habt oder undercover unterwegs wart. Könnt ihr nochmal erklären, wie dieses Trollnetzwerk Reconquista Germanica, wie das genau funktioniert hat und was das Ziel davon war? Super. Also Reconquista Germanica war... firmierte dann insgesamt, glaube ich, tatsächlich unter Trollserver oder Trollfabrik. Und es war, im Endeffekt war es eine große Community von so 10.000 Leuten zu Hochzeiten, die sich im Internet auf einer bestimmten Plattform getroffen haben, um sich dort zu organisieren, um die Bundestagswahl zugunsten der AfD zu beeinflussen, indem sie bestimmte Online-Diskussionen kapern, insbesondere auf Twitter, aber auch indem sie politische Gegnerinnen und Gegner
im digitalen Raum angreifen und so im besten Falle aus dem Diskurs zu drängen. Also man spricht sich ab, heute gehen wir alle zu dem YouTuber Raik Anders und kommentieren alle unter dem Video, hey, ich habe gehört, der ist drogenabhängig, und dann machen das ganz viele und man überhäuft ihn mit einem Shitstorm, seht darüber hinaus bösartige Gerüchte, die nicht wahr sind, und versucht eben so, den Leuten zu signalisieren oder bei Leuten die Stimmung zu erzeugen, ich habe keine Lust mehr darauf, ich ziehe mich aus YouTube zurück. Und das Ganze war so organisiert, es war ein relativ bekannter rechtsradikaler YouTuber, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der in einem Video Anfang September dazu aufgerufen hatte, diesen Server Reconquista Germanica zu gründen und dass man ihm doch beitreten wolle, wenn man sich politisch engagieren möchte während der Bundestagswahl und für die AfD. Und der diente als so eine Art Oberbefehlshaber. Das heißt, er hat die Tagesbefehle mit seinen Offizieren und Ober- und Unteroffizieren. Also es war alles militärisch organisiert. Es gab unterschiedliche Ränge, man konnte sich hocharbeiten. Und in dieser militärischen Struktur hat man sozusagen gezielt Shitstorms organisiert, aber auch das Kapern von Hashtags auf Twitter. Das bekannteste Beispiel war zum TV-Duell zwischen Merkel und, wie hieß der von der SPD damals? Spaß. Schulz. wo sie das TV-Duell Hashtag sozusagen gekapert haben, weil es eben an dem Abend klar sein würde, das wird die Diskussion auf Twitter sein, wo die meisten Leute in Deutschland aktiv sind, um dann dort ihre politische Botschaft, ihre politischen Memes zu verbreiten und so weiter. Das war Reconquista Germanica, inzwischen gibt es das nicht mehr. Ja, jetzt hat es ja schon eine Zeit lang zumindest, solange es gab, ja schon eine gewisse Wucht gehabt. Ja? Also es hatte ja schon einen Impact, wenn da wirklich so wirklich geplante Aktionen gestartet wurden und wirklich so Hashtags gekapert wurden zum Beispiel. Ihr habt es ja auch in eurem Vortrag gesagt, Martin Sellner spricht da von Waffen, die einfach die rumliegen im Internet und die man einfach nur zu bedienen wissen muss. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum werden diese Waffen nicht von Linken oder einfach von Menschen, die sich halt dagegen stellen, nicht genauso genutzt? Also warum gibt es keinen linken Troll-Server? Warum gibt es keine linken oder einfach nur antifaschistischen und antirassistischen YouTuberinnen und YouTuber, die mit den gleichen Mitteln versuchen, ihre nicht-rassistische Message zu spreaden? Das ist die goldene Frage, der wir sozusagen nachgegangen sind. Und ich versuche mal eine mittellange Antwort. Ne? Es gibt eine kurze, eine lange und eine mittellange. Ich glaube, wir versuchen es mal mit der mittellangen. Also im Grunde trifft da etwas zusammen in den letzten Jahren, nämlich die Art und Weise, wie soziale Netzwerke funktionieren und wie die Extremrechte funktioniert. Die Extremrechte funktioniert über starke Emotionen, über den faschistischen Minimalkonsens, der ja einer von Angst und Wut ist. Ne? Ich bin wütend, weil ich werde angegriffen und ich habe Angst, und daraus entwickle ich sozusagen diese Kräfte, diese Widerstandskräfte quasi. Und das sind Emotionen, sehr, sehr starke Emotionen, die in sozialen Netzwerken sehr, sehr gut funktionieren, weil soziale Netzwerke so gebaut sind, dass sie uns dazu bringen, dass wir besonders lange gucken, dass wir besonders intensiv interagieren mit den Inhalten, und je stärker die getriggerten Emotionen sind, desto erfolgreicher ist ein Post, ganz grob. Das führt dazu, dass diese Inhalte zunächst mal erfolgreicher sind. Der faschistische Minimalkonsens oder sozusagen die faschistische Grundtendenz führt aber auch dazu, dass man glaubt, wenn man bedroht ist, dann darf man sich ja auch mit allen Mitteln wehren, also auch mit unlauteren. Es ist ja ein Grund, warum das der Extremrechten, auch der AfD, nie geschadet hat, dass es bewusst bekannt ist, dass sie metrische Manipulation macht, also dass sie Likes und Fake-Follower zum Beispiel gekauft hat. Das ist alles belegt. Das hat ihr nie geschadet, weil das sozusagen die Anhänger, ja, sie glauben, sie seien in diesem Kampf sozusagen, in dem alles irgendwie okay sei. Das heißt, die Ideologie passt gut zu der Art der Netzwerke, und die Ideologie führt auch dazu, dass solche Mittel legitimer erscheinen als für demokratische Akteure. Und drittens, was auch mit der Ideologie zu tun hat, ist das, was wir eben diese Allianz der Antagonismen beschreiben. Also Leute, die ganz unterschiedliche Sachen wollen, die sich aber einig sind in ihrer Feindschaft, eben zusammenfinden. Und das finden wir im demokratischen Spektrum zu Recht nicht, weil die Idee von Demokratie ist, dass wir uns streiten. Und das tun wir ja auch.
Aber das ist natürlich in der extrem rechten Ansatz. Das war, hast du noch eine Frage von den ZuschauerInnen? Keine Frage mehr. Keine Frage. Aber trotzdem ganz herzlichen Dank an euch fürs Kommentieren und fürs Schreiben. Vielen, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Wir haben schon mal so anklingen lassen, Attentat in Christchurch im März letzten Jahres mit 51 Toten. Zum Beispiel auch der Anschlag in Halle auf die Synagoge mit 2 Toten. Man sieht ja, also ich rede mal scherzhaft davon, ja, mir macht das schlechte Laune, aber das ist ja bei weitem nicht alles. Man sieht ja, es hat wirklich reale Auswirkungen und Menschen sterben, weil sie sich im Netz radikalisieren. Könnt ihr erklären, wie funktioniert diese Radikalisierung? Wie geht es vonstatten? Wie kann es sein, dass Menschen sich so tief in diese rassistischen, antisemitischen Verschwörungen und Gedanken reindenken, dass sie zu solchen Taten fähig sind? Sehr komplexe Frage, weil also grundsätzlich ist Radikalisierung erstmal immer ein individueller Prozess. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er bei jedem Menschen, auch bei den Menschen, die 2019 die aufeinander verweisenden oder sich gegenseitig zitierenden Anschläge verübt haben, eine sehr, sehr individuelle Radikalisierungsbiografie haben, mitunter aus ganz unterschiedlichen Backgrounds kommen und unterschiedliche Gründe hatten, da reinzurutschen. Deswegen ist das ist ja auch die Krux, dabei solche Sachen zu verhindern, vornherein. Im Grunde genommen kann man, glaube ich, sagen, dass es sehr viel mit einem Community-Aspekt zu tun hat, in der Form der Radikalisierung, wie wir sie bei diesen Anschlägen gesehen haben, aber auch allgemein. Das heißt, es bietet sich eine gewisse Gemeinschaft als eine Peer-Group an, die bestimmte Wahrheiten für sich beansprucht, die als absolut wahrgenommen werden. Und mit diesem Wissen zum Beispiel können auch ganz leicht dann Feinde oder Outsider markiert werden. Das klang jetzt sehr abstrakt. Ein Beispiel ist, wenn wir im Kontext der Alt-Right und der radikalen Rechten online bleiben, sind Memes und die Strategie oder die Taktik, wenn man für rassistische Memes zum Beispiel kritisiert wird, zu sagen, naja, ist doch nur ein Spaß. Oder man sieht ja im Hintergrund das Cover unseres Buches auch. Sieht nicht ohne Absicht so aus, sondern es ist der Flagge von Kekistan nachempfunden. Kekistan ist eine imaginäre Nation, deren Flagge ungefähr eben so aussieht und in Wirklichkeit aber der Reichskriegsflagge nachempfunden ist, wo die Hakenkreuze durch das 4chan-Logo ausgetauscht sind. Das ist natürlich eine Referenz, die verstehen manche Leute. Und manche Leute finden das dann gut und andere Leute kritisieren das. Und die Leute, die das kritisieren, outen sich quasi sofort als Outsider, weil sie den Spaß nicht verstehen. Und so funktioniert im Sinne der Alt-Right sozusagen so ein Insider-Wissen als gemeinschaftsbildend, wo Leute, die diese Witze nicht verstehen, die Memes nicht verstehen, sich sofort als nicht zugehörig markieren. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, in dem dann da oben drauf sozusagen eine bestimmte politische Ideologie rezipiert wird, nämlich die eine sehr, sehr rechtsextreme Ideologie, wenn man so in die 4chan-Foren guckt. Also es gibt da so NS Starter-Packs sozusagen, wo man die wichtige Literatur runterladen kann, die als prägend für verschiedene Attentäter auch gilt, die ich jetzt nicht beim Namen nenne, aber auch bestimmte YouTube-Videos und YouTube-Kanäle. Die meisten Links von 4chan zum Beispiel, die von 4chan wegführen, führen auf YouTube. Einfach weil sich dort die Inhalte finden, die es zu rezipieren gilt, wenn man bestimmte Leute in eine bestimmte Richtung locken will. Und wenn man sich anguckt, in unserem Buch zitieren wir einen Journalisten, die haben 75, Robert Evans heißt er, die haben 75 Berichte analysiert, warum haben sich Leute der Alt-Right zugewendet.
Und auffällig oft war es, ja, mir hat einfach dieser Humor gefallen und die Gemeinschaft in den Foren und so. Und dann kam halt das Politische hinzu und irgendwann waren die antisemitischen Witze eben keine Witze mehr, sondern antisemitischer Ernst. Und genauso war es auch bei Caleb Kane, den jungen Mann aus unserem Vortrag. Das heißt, hier wird ein Gemeinschaftsgefühl sehr stark mit einer politischen Botschaft verbunden. Und wenn das dann Leute in einer persönlichen Situation trifft, wo es Brüche gibt, also Caleb Kane zum Beispiel berichtet, wie er krank wurde und zurück zu seinen Eltern ziehen musste und nicht mehr zum College gehen konnte. Bei dem Täter von Christchurch weiß man es, glaube ich, nicht, was der Bruch war. Bei dem Täter von Halle weiß man, er war relativ sozial isoliert. Das heißt, es gibt ganz oft so biografische Brüche, die dann dazu beitragen, dass man sich eingräbt in diesem Falle eben eine Online-Welt, in eine Online-Gemeinschaft, wo man sich dann radikalisiert, weil das Wissen, was einem da präsentiert wird, stark fühlen lässt, weil es eine Wahrheit präsentiert, die andere Leute nicht kennen. Man hat das Gefühl, durchzuschauen, durch die Welt, die Wahrheit in der Welt zu erkennen, die Juden regieren die Welt oder was auch immer es sein mag. Und das ist ein großes Incentive, um immer tiefer einzutauchen und nach immer neuen Wahrheiten zu suchen. Ja, Patrick und Sören, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was schlimm ist im Netz, was für Gefahren da lauern, wie rechte Hetze verbreitet wird. Ich möchte aber nochmal auf meinen Gedanken vom Anfang zurückkommen. Das Netz kann ja auch ein ganz, ganz wundervoller Ort sein, der Menschen zusammenbringt und der einem Möglichkeiten bietet. Nach jetzt all den Jahren, die ihr euch mit der Thematik, mit rechter Hetze im Netz befasst habt, habt ihr noch eine Hoffnung, dass das Internet irgendwann mal dieser wundervolle Ort sein kann, an dem wir uns alle connecten? Oder habt ihr die Hoffnung aufgegeben und glaubt, okay, das Internet ist eigentlich verloren? 100 Pro der ein wundervoller Ort. Und das sieht man, dafür steht 2020 und 2019 ja auch Black Lives Matter und MeToo. Auch dafür ist es ja da, aber es ist halt nie beides und es war auch nie beides. Es war nie der Ort der Freiheit, sondern die extreme Rechte hat sich immer schon verletzt, auch in den 90er Jahren und im Usenet und wird das auch weiterhin tun. Die Frage ist nur, lassen wir sie das tun? Lassen wir das Internet ein Ort sein, wo nur das Gesetz des Marktes gilt? So ist es ja bei YouTube, ist ja eine Vermarktlichung von Öffentlichkeit, die zu all dem führt, was wir gerade erleben, oder wollen wir das nicht? Ich glaube, also ich persönlich will das nicht und ich glaube, wir müssen eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, was wir da wollen. Und dann können wir das auch zurückdrängen, aber es ist halt eine viel größere Frage als nur so ein bisschen Gegensprechen, sondern es ist eine Frage von Markt, von letztlich eine materialistische Frage. Patrick Stegemann und Sören Musial, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Danke für die sehr, sehr interessanten, aber leider auch sehr, sehr erschreckenden Einblicke, die ihr uns gewährt habt. Die rechte Mobilmachung im Netz ist euer Buch. Alle kaufen und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Nächstes Mal in Fürth. Nächstes Mal im schönen Fürth. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, Hart aber Fürth ist für dieses Jahr und für heute vorbei. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Aber nächstes Jahr geht es natürlich weiter mit Hart aber Fürth. Ja, genau. Also nächstes Frühjahr geht es weiter. Wir haben uns einen neuen Themenschwerpunkt rausgesucht. Diesmal geht es um Querdenken in der Corona-Krise. Also bleibt dabei, informiert euch und ja. Wir freuen uns, dass es weitergeht. Und vielen Dank an Demokratie Leben für die finanzielle Unterstützung. Da kann ich mich nur anschließen. Danke euch da draußen am Stream fürs Zuschauen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kommt gut durch die Corona-Zeit und bis bald. Macht's gut.